Es stehen Unwetter ins Haus. Wo drohen denn heute die heftigen Gewitter? Ja, so Gewitter gibt es heute vor allem im Burgenland und später wird dann auch das östliche Niederösterreich und zum Abend hin vielleicht sogar noch Wien getroffen werden von den Gewittern. Am Sonntag muss man mit Sturm, Starkregen und sogar Hagel rechnen. Woran liegt denn das? Ist es eine besondere Wetterlage im Moment? Naja, es ist einfach so, dass östlich von Österreich, also über Ungarn, liegt noch eine feuchte und warme Zone und mit dieser Zone steigt die Gewitterneigung jetzt dann deutlich an. Es ist vor allem aber heute der Starkregen das Problem mit den Gewittern. Vor allem im Burgenland ist da heute schon einiges an Regen runtergekommen. Der Sturm sollte heute nicht so das Problem sein. Woran liegt es? Ist es eine Besonderheit jetzt im Moment, zieht ein besonderes Tief oder irgendeine andere Wetterlage über Österreich, dass wir derzeit solch eine heftigen Gewitter verzeichnen? Oder ist es für die Jahreszeit eigentlich normal? Also eigentlich sind Gewitter im Juli ganz normal. Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, dass heuer dieses stabile Hoch ausbleibt und wir wirklich eine Woche oder sogar 2 Wochen stabiles Wetter haben. Das ist heuer nicht der Fall. Es ist heuer eher so, dass wir immer in eine Zone kommen von warmer subtropischer Luft, wo es dann eine Woche, einen Tag oder bis zu 5, 6 Tage heiß ist. Und diese Hitzewellen werden dann aber immer von Kaltfronten aus dem Westen dann beendet. Und immer wenn die Warme auf die kalte Luft trifft, dann ist das eine Zone, wo viel Energie vorhanden ist und in dieser Zone bilden sich dann oft diese schweren Gewitter. Sie haben schon angesprochen, im Burgenland gibt es derzeit schon ein bisschen Regen. Welche Teile Österreichs wird es denn heute vor allem vielleicht mit Starkregen und Hagel am schlimmsten treffen? Vielleicht können wir das nochmal kurz überblicksmäßig zusammenfassen. Also heute mit den Gewittern und vor allem von Starkregen betroffen sind noch das Burgenland, das östliche Niederösterreich und zum Abend hin könnte auch Wien von dem Starkregen betroffen sein. Es ist heute wirklich nur der äußerste Osten Österreichs von den Gewittern betroffen. In den übrigen Regionen ziehen zwar auch Regenschauer durch, hier wird sich aber tagsüber das Wetter immer mehr bessern.